Jo, meine Freunde, was geht ab? Und ein herzliches Welcome hier aus, und ein herzliches Bonjour hier aus France, aus Le Castellet zum Circuit de Paul Ricard, eine mega coole Strecke. Und ja, vorhin kam auch die Hotlap, falls ihr nicht gesehen habt, da gehen wir auch auf jede Kurve speziell noch ein. Eigentlich eine Pirelli-Teststrecke, aber ja, seit 2018 fix im Kalender bis auf letztes Jahr. Abonniert den Channel gerne kostenlos, macht kein Däumchen oben. 5,8 Kilometer, 15 Kurven und 2 DS-Zonen werden heute, werden schon gebracht haben, falls ihr das Video später seht. Mega funny hier für die Fahrer und auch mega viele Überholungen erwarte ich mir auf dieser Strecke. Viele Geraden, viele DS-Zonen und hoffentlich actionreich. Hoffentlich jetzt nicht zu eingerostet wie die letzten Rennen. Verstappen da wieder sehr gut im Qualifying gewesen, weit vorne, aber die Mercedes auf Gelb waren sehr stark. Wir sind auch hier gut mit dabei, 2 Punkte vor Hamilton und Verstappen, also 2 Punkte vor Hamilton und Verstappen dahinter, also wir können da noch ein bisschen was holen. Formel 1 kommt ja auch knapp einen Monat, also wir sind ein bisschen weniger, heute ist schon der 20. Das bedeutet, Formel 1 kommt am 17. Juni. Wir starten von der Pole Position. Falls ihr das nicht gesehen habt, oben rechts ist natürlich auch das Rennen verlinkt. Hamilton neben uns in der ersten Reihe. Norris, das Qualifying, sorry. Dann Bottas und Verstappen, Perez und Stroll. Dann auf 9 nur Leclerc, ähnlich wie in der richtigen Formel 1. Gasly, Ocon, Ricardo, Grosjean und Magnussen auf 13 und 14. Wow. Kvyat und Kimi. Dann haben wir Russell und Latifi, Albon und Giovinazzi mit einer Strafe. Wie gesagt, Mega-Season. Qualifying und Training vom gestern ist natürlich auch oben rechts verlinkt. War auch ein ziemlich spannendes Ding. Los geht's hier. Und Lights out hier in Frankreich. Zum großen Preis von, ja, Frankreich halt. Von in Le Castellet. Wir haben den Start für uns dominieren können. Hab mich aber hier ein bisschen verschätzt, verbremst. Mich hat es hier leicht weggedreht. Ich muss hier echt weit raus. Kommt da wieder zurück. Gott sei Dank also wir haben da aufgepasst, da habe ich meinen Teammate geklären müssen und der verbremst sich und verliert den Platz direkt gegen Vettel, das ist nicht gut. Aber wir haben da ordentlich Boden an Lewis Hamilton verloren, das ist natürlich für uns nicht gut. Wir sind hier 0,8 Sekunden jetzt schon hinter Hamilton und ich hoffe natürlich, Norris schafft das noch. Das war natürlich mein Abdeckmanöver, ich wollte natürlich nicht, dass ich überholt werde, aber das war natürlich jetzt nicht ganz klug geguckt auf, dass mein Teamkollege hier gut durchkommt. Natürlich, jeder schaut auf sich selbst. Und das ist auch die... Wo ist denn eigentlich Bottas? Das ist ja... Puh. Der ist nicht mal in... Doch, 6. oder 7. sollte er sein. Der ist weit hinten. Ja, was soll ich sagen? Wir sind da noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Also, der Start war echt beschissen. Also, ich bin da echt... Ich bin rein in die Kurve. Mir hat es das Heck leicht... Ähnlich wie Tsunoda gestern. Und dann direkt, dagegen gelenkt und deswegen dann auch dieser weiter Bogen. Hamilton freut es, der hat ohne was zu tun hier gleich mal den Platz geerbt und fährt uns aber Gott sei Dank nicht da vorne. Es sind zwar 0,8, aber die müssen wir müssen unbedingt unter einer Sekunde bleiben, weil sonst wird das heute nichts mit einer großen Feier für McLaren. Also ich hoffe natürlich, wir können da mithalten. Und ja, wie gesagt, ihr dürftet natürlich auch abstimmen auf TikTok. Wir haben natürlich die Hotlap mit McLaren gefahren. Waren noch einige Williams. Aber nächstes Mal für Österreich dann kommt Williams zur Wahl. Und wahrscheinlich irgendein anderes. Also das andere Team weiß ich noch nicht. Gucke ich mal in die Kommentare. Ferrari war schon dran. Wir hatten schon Mercedes sowieso. Ferrari war schon dran. Und jetzt auch McLaren. Also das wird ziemlich... Red Bull da sowieso. Red Bull war zweimal dran. Also das wird sowieso auf jeden Fall sehr spannend werden. Auch bei uns hier, wir sind schon 0,5 hinten dran. Wir haben uns hier auch schon leicht abgesetzt, aber auch der Ferrari hat sich leicht von meinen Teamkollegen abgesetzt. Man sieht es hier, eine leichte Lücke, aber wenn dann DRS kommt, wird es spannend werden. Also die Strecke, wie gesagt, einfach nur spaßig. Paul Ricard, ein sehr reicher, also ein Mann, ich habe die Story nicht ganz gehört, irgendwie, der ist mit irgendeinem Softdrink in den 30er Jahren reich geworden, hat sich dann die Strecke gebaut. Auch direkt neben Start und Ziel hast du einen Flughafen. Also eine ziemlich, ja, geile Strecke. Hat dann irgendwie auch einen Tabakhersteller gehört. Kann mir eigentlich nicht, da gibt es nicht so viele, die es in Frankreich auch gibt. Aber muss natürlich kein französischer Tabakhersteller sein. Aber ja, deswegen, ja, sagt man, Le Castellet, einfach eine coole Strecke. Auch abgelegen, muss man sagen. Da ist jetzt nicht viel rundherum.
und die Strecke an sich mega, also wirklich. Aber jetzt mal zurück hier zum Renngeschehen und auch ein bisschen zum Qualifying von gestern. Was soll man sagen, erstes Q, Tsunoda weggedreht, also der hat da gleich mal die erste rote Fahne ausgelöst. Dann Schumacher, der es das erste Mal ins Q2 schaffen hätte können, hat leider ja sein Auto verloren und auch leider sein Heck, seine linke Vorderachse, sorry. Auch hat eine zweite rote Phase und wir machen hier Ende zweite Runde Undercut gegen Hamilton. Wir waren zwar nah genug dran, bin aber gespannt, ob Ende dritter, sorry. Bin aber gespannt, ob wir schaffen könnten, hier Hamilton underzukarten. Wir haben auch die schnellste Rennrunde geholt. Wir werden natürlich auf den letzten Platz kommen, das ist mir ohne Frage klar. Aber wie sehr können wir das schaffen? Das werden wir uns gleich angehen, das werden wir gleich sehen. Das wollte ich sagen. Ja, dann ging es so ein bisschen weiter, Q2 eigentlich ohne Probleme, keine großen Überraschungen, außer dass, ja, dass halt Ocon leider nicht ins Q2 geschafft hat, das ist natürlich echt bad. Dann Q3, mega spannend das Ganze, man dachte zuerst, ja, das wird locker, also nach Q2, jeder ist mit Gelb gefahren und Mercedes war auf einmal richtig da, also mit den Gelben sind Mercedes stärker wie mit den Roten, aber man dachte dann zuerst, ja, das wird Mercedes jetzt, die haben nur alle angemunkelt und so weiter, aber nein, das war es leider nicht. Mercedes war dann auf Rot doch 2 Zehntel langsamer, Hamilton dann, also Verstappen erster, Hamilton zweiter, Bottas hat sich auf 3 und Perez auf 4, also das ist eigentlich eh Red Bull, Mercedes, Mercedes, Red Bull, also man könnte eigentlich eine coole, wenn man die Pace mithalten könnte, kann man auch eine coole, Strategie machen, weil sie haben ja 2 Autos theoretisch im Einsatz und Perez ja so ein bisschen abgeschlagen. Bottas dürfte halt nicht beim Start irgendwie eine Position gegen Perez verlieren, wenn man so aus Mercedes Sicht schaut. Natürlich, wenn man ein Red Bull Fan ist, hofft man natürlich, dass da irgendwie die Mercedes aneinander geraten und ja, das war ein Missverständnis, der wollte in die Box abbiegen und ich wollte ihn da von außen überholen. Ja, wäre fast schief gegangen und deswegen ja, aber das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Morgen kommt ein Recap auf jeden Fall, wir werden gucken, wie sich das Ganze ergibt und dann werden wir natürlich auch meine eigene Meinung mit einfließen lassen, aber falls ihr nicht so lange warten könnt, das Video wird morgen ca. 14, 15 Uhr kommen, falls ihr da nicht warten könnt, werden wir wahrscheinlich auch entweder heute Abend noch, wenn es krasse Zwischenfälle gab, aber wahrscheinlich morgen Vormittag, Mittag schon die ersten, also werde ich schon meine ersten TikToks hochladen, meine Meinungen zu manchen Crashs, da könnt ihr unbedingt gern vorbeischauen und votet auch gern, das wird auch morgen schon wieder möglich sein für die Race Week am Freitag. Geht es ja schon direkt nach Österreich und dann eine Woche später auch direkt wieder bleiben sie in Österreich. Und wir haben hier den Undercut gemeistert. 6 Sekunden, also 5 Sekunden knapp sind wir hier vor Hamilton rausgekommen. Die habe ich auf knappe 6 Sekunden rausgearbeitet. Jetzt geht es in die letzte Runde hier. Ist nicht mehr Großartiges passiert, außer dass Norris jetzt noch auch im Fernduell gegen Perez den Kürzeren gezogen hat. Nur noch auf 5, also da ist einiges aufzuholen bei Norris. Das ist nicht gut. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass er da vielleicht den dritten Platz irgendwie holen kann. Aber das hat, glaube ich, ja, nicht gereicht. Das war nichts. 13 Sekunden zu meinem Teamkollegen. Der Undercut hat hier echt Bänder gebracht. Also der hat hier echt Wunder vollbracht. Ich war auf einmal so verdammt weit vorne, obwohl ich gefühlt nichts gemacht habe. Anscheinend waren die Gelben dann im Verhältnis so schnell, dass man einfach mit den Gelben fahren hätte sollen. Aber ja, wie gesagt, das ist eigentlich schon das Rennen hier. Meine Prediction natürlich fürs Rennende kam schon auf TikTok. Aber ja, ich sag's gerne nochmal. Ich hätte echt geglaubt, also ich glaube echt, dass Hamilton das Ganze gewinnen könnte. Vor Verstappen und Bottas. Und das bestätigt mir das auch irgendwie wieder mit den gelben Reifen. Weil wer den besseren Start haben wird und wer vor allem sich mehr in der ersten Kurve traut, kann auf jeden Fall heute mit viel Glück gewinnen. Natürlich ist es auch schwierig auf diese extrem langen Geraden. Da musst du echt gucken, dass du bis zur dritten Runde mindestens eine Sekunde weg bist. Sonst wird es echt hart. Weil auf der langen Geraden, ich kenne das, wenn du ein unterlegenes Auto hast, wird es echt knapp. Aber das ist natürlich alles Musik für morgen, für unser Recap. Letzte Kurve hier. Ein souveränes Rennen mit der Nummer 13 in der zweiten Mega-Season. Ich glaube, das ist schon die dritte. 18 hatten wir auch schon. Hier. Wir gewinnen den großen Preis von Frankreich hier in Le Castellet am Circuit de Paul Ricard. Mega Strecke, mega spaßiges Rennen und ein Undercut zum, ja, bis zur Perfektion. Fahrer des Tages Alexander Albon, der hat es nicht mal in die Top 5 geschafft. Frag mich, wie der das geschafft hat, aber vielleicht ist er von weiter hinten gestartet. Wird es gleich die Antworten geben. Wieder mal ein fantastischer großer Preis von Frankreich. Am Ende war es ein absolut verdient.
Ich habe echt geglaubt, dass es auch vielleicht noch zum Schluss zum Regnen beginnt, weil es ist immer dunkler geworden, immer mehr Wolken. Ich dachte mir, bitte kein Regen, bitte kein Regen. Ich hasse so Rennen, wenn der Regen in der Mitte kommt. Kann teilweise spaßig werden, ist aber meistens nie spaßig, wirklich nicht. Also das sind teilweise so Rennen, wo du dir denkst, bitte, hör endlich auf. So Bottas in Türkei-like. Ja, wir können uns freuen, hier ist McLaren. Leider nicht das Doppelpodium, das hätte ich mir echt gewünscht. Aber ja, was willst du mehr? Das ist ein gelungener Win. Nächstes Mal geht's dann nach Österreich am am Samstag wird schon losgehen wieder mit der Mega Season Qualifying und Training natürlich. Und am Sonntag dann natürlich wieder die Hot Lap. Stimmt gerne auf TikTok morgen wird circa ein Video kommen, wo ihr dann auch abstimmen dürft, ob ihr mit Williams oder ich lege mich mal fest, oder mit leider noch Renault fahren. Also nicht Alpine, sondern Renault. Dürft gerne abstimmen. Obwohl Österreich müssen wir eigentlich wieder Red Bull nehmen. Aber dann wollen wir so viele Red Bull. Dann nehmen wir AlphaTauri oder Williams. Und je nachdem, wer das Ganze gewinnt, am ersten Wochenende werden wir mit dem fahren. Und dann dürft ihr wieder abstimmen, wer das verliert gegen ein anderes Team. Aber dazu morgen auf TikTok mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Ich habe Gerüchte gehört, dass Sie über einen Wechsel... Klasse, das war dann alles. So, aber für heute war es mal. Unser Rival ist Sebastian Vettel. Wir haben den natürlich ausqualifiziert, ausgeraced. Der ist ja nur Dritter geworden, wir Erster. So, aber für heute war es mal. Wie gesagt, nächstes Mal geht es auch hier in unserer Story nach Österreich. Das Ding ist halt, ich muss irgendwie dann ein zweites Profil erstellen mit den ähnlichen Anforderungen mit McLaren wieder, dass wir dann das nächste Österreich-Rennen auch fahren. Das ist immer so tricky mit zwei Österreich-Rennen. Abonniert den Channel gern für mehr kostenlos. Macht gern ein Däumchen nach oben weg und aktiviert gern die Glocke für mehr. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Es wird auch die Woche hoffentlich wieder mehr Content geben. EM habe ich dann auch geplant. Ab Achtel-Viertelfinale werden wir auch wieder die EM fahren. Aber dazu später mehr. Danke, wir sehen uns nächste Woche in Österreich, falls ihr nur Mega-Season-Fan seid. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.